Über Italien lacht die Sonne, über Deutschland die ganze Welt, sagte man früher. Heute müsste man es wohl etwas ändern. Man müsste sagen, über Deutschland wundert sich die halbe Welt. Warum? Erlebnisse von meiner Reise in den Kaukasus heute für euch, nachdem beim letzten Mal viele geschrieben haben, sie würden sich das wünschen. Am faszinierendsten war die Taxifahrt in Tiflis zum Flughafen, der Hauptstadt von Georgien. Tengis, der Fahrer, hat erzählt, dass er immer ein großer Freund von Deutschland war, dass er früher schon mal in Berlin war. Und jetzt ist er noch mal in Berlin gewesen. Auf der Durchreise hat sich der extra einen ganzen Tag Zeit genommen, ein Auto zurückgebracht nach Georgien, und er war völlig entsetzt. Die ganze 40-minütige Taxifahrt über hat er immer nur gesagt, wie schrecklich er es fand in Berlin und was ist aus dieser Stadt geworden. Und immer wieder, das ist doch nicht mehr so alte Deutschland und was ist da los. Und was ihn beeindruckt hat, er sagte, es ist teilweise, hat er den Eindruck wie in Slums, Obdachlose, ganz viele, die unter den Brücken wohnen, dann ganz viele mysteriöse Gestalten, wie er das nannte. Er sagte, man fühle sich unsicher, man spüre, dass da Drogen im Spiel sind, Müll in der ganzen Stadt. Und er meinte dann, im Vergleich zu dem, was er in Berlin erlebt habe, da sei sein altes Tiflis eine Oase der Sicherheit und der Sauberkeit. Und das hat sich also völlig gedreht, denn früher war das genau umgekehrt. Und Tengiz, wirklich, er kam gar nicht mehr aus dem Staunen raus, die Fahrt über, als er erfahren hat, dass ich ein Deutscher bin. Er sagte immer, was ist da los? Wie kann das so sein? Und dann habe ich ihm ein bisschen mehr erzählt vom Gendern, davon, dass man das Geschlecht in Deutschland künftig einfach so wechseln kann, davon, dass schon in den Grundschulen und in den Kindergärten teilweise die Kinder gefragt werden, ob sie wirklich das richtige Geschlecht haben. Und der Tengis war, er war mit den Nerven am Ende. Er sagte, er hat seinen Glauben ja nicht an die Welt, aber an Deutschland hat er verloren. Was ist bei euch los? Und das ist doch nicht mehr das Deutschland, das ich kannte. Also eine wirklich sehr, sehr beeindruckende und auch bedrückende Taxifahrt. Und auf der Gegenseite erlebt man dann immer wieder Leute, die lange nicht in Deutschland waren, die auch niemanden haben, der in Deutschland war, die dann sagen, ja, bei euch deutsche Bahn und deutsche Ordnung. Und wenn ich denen dann auch nur andeute, dass das nicht mehr so ist, dann tun die sich schwer, das zu glauben. Die sagen, ja, aber es war doch immer und Ordnung und Sauberkeit. Dann sagte ich, naja, in der Provinz vielleicht noch, in kleinen Städten, aber sobald man in die großen Städte kommt, zum Beispiel nach Berlin, dann sieht das anders aus. In Frankfurt hatte ich erst einen Artikel auf der Seite, dass da US-Firmen ihren Mitarbeitern Tipps geben, dass sie das Bahnhofsviertel meiden sollen, weil das eben so gefährlich ist. In München, als ich das letzte Mal war, war ich völlig entsetzt, weil ich teilweise die Stadt nicht mehr wiedererkannte. Da, wo früher der Karstadt war, beziehungsweise Galeria am Stachus, da sind jetzt in großer Anzahl, ist das jetzt das neue Heim von Obdachlosen, die da vor den früheren Eingangstoren liegen, genauso unten in der U-Bahn. Und eine gute Freundin aus München, die sagt, also sie bedrückt das sehr, teilweise wird da auch die Notdurft verrichtet. Und bei Diskussionen mit Freunden, sagt sie, wird das dann sofort verdrängt, wenn sie sagt, ja, was hier los ist, die wollen das gar nicht hören. Ihre Version ist, weil das nicht ins rot-grüne Weltbild passt. Was mich sehr beeindruckt hat im Kaukasus, die Freundlichkeit, der Service. Also es ist wirklich völlig umgekehrt. Das war ja früher Sozialismus und da kam man aus Deutschland in die damalige Sowjetunion und dachte, mein Gott, so ein schlechter Service und die Unfreundlichkeit. Heute ist es genau umgekehrt, wenn man von Armenien oder von Georgien zurückkommt in die Bundesrepublik, dann denkt man, oh Gott, jetzt ist man im Sozialismus allein in den Restaurants, wie man da umsorgt wird, wie freundlich die Leute sind, was die für einen Service an den Tag legen. Das kann man in Deutschland auch noch finden, aber es ist nicht mehr Standard, zumindest nicht mehr in Berlin. Und es ist wirklich tragisch, wie sich das Ganze geändert hat. Auch die Sauberkeit, ja. Also Jerewan, Tiflis, da kam man früher hin, kann ich mich erinnern, und dachte immer, ja, bisschen schmuddelig oder nicht so wie in Deutschland. Jetzt ist es umgekehrt. Jetzt komme ich nach Tiflis, komme nach Jerewan und denke mir, wow, das ist aber hier gepflegt. Das ist aber
sauber und man fühlt sich rund um die Uhr, fühlt man sich auf der Straße sicher. Also eine völlige Umkehrung der Verhältnisse. Und was ich mir dort immer wieder gesagt habe, sagte ich mir, das ist doch wirklich, also es ist schon absurd, dass dann in Deutschland immer noch so viele glauben, sie seien im besten Land der Welt oder in einem der besten und gar nicht merken, wie sich das alles gedreht hat. Ja, wo bin ich heute? Dazu dann etwas mehr im Nachklapp. Ich drehe mich mal weg. Vielleicht erkennt jemand diese Silhouette, aber es ist nicht die eigentliche Silhouette dieser Stadt. Das wäre auf der anderen Seite noch weitaus weiter weg als im Kaukasus. Dazu gleich mehr im Nachspann. Vielleicht auch noch ein eigenes Video oder das muss eigentlich sein hier, weil das so umwerfend ist. Das war's für heute. Alles Gute, schaut wieder rein, bleibt dabei, Abo dalassen, liken, wer kann unterstützen. Alles Gute, danke, ciao. Ja, und ich weiß nicht, wer es erkannt hat, das ist Shanghai. Im tiefsten China bin ich heute, das ist das Schöne bei meinem Beruf, jetzt wo Corona vorbei ist, dass man auch vom anderen Ende der Welt arbeiten kann. Und ich habe mir jetzt gesagt, nach diesen ganzen Entsagungen von Corona und auch für die Familie, jetzt will ich meiner Tochter und meiner Kleinen, große ist schon groß, will ich mal was von der Welt zeigen und deshalb jetzt heute hier China. Und ich muss sagen, also ich bin jetzt den dritten Tag hier und ich bin ermattet von Eindrücken. Es ist wirklich, also beim Computer würde man sagen, Memory Overflow. Also man muss das gesehen haben, man muss es wirklich gesehen haben. Viel Positives, auch viel Negatives. Ich glaube, das, was wir hier haben, das ist die Zukunft. Nicht in allem erfreulich. Und wenn euch das interessiert, meine wirklich vielen Eindrücke von hier, dann einfach einen Kommentar da lassen, dann mache ich da auch noch mal ein Video. Ich glaube, das ist wirklich die Sache wert. Und ein guter Freund, als ich ihm die Bilder geschickt habe, hat er einen wunderschönen Ausdruck geprägt. Er hat gesagt, im Vergleich dazu wirkt Europa wie ein heruntergekommenes Museum. Sehr böse. Im nächsten Video erzähle ich euch dann, ob er recht hatte oder nicht. Ja, und schaut auch wieder auf die Seite, denn auch hier in der Ferne arbeite ich im normalen Regime weiter, trotz des Zeitunterschiedes. Viele Artikel, zum Beispiel darüber, dass immer weniger Menschen nach Berlin reisen. Die Gründe habe ich ja im Video teilweise schon geschildert, aber auch noch vieles anderes, zum Beispiel wirklich die Perfektion der Doppelmoral. Nachdem wir überall hier diese Aktionen haben, dass Leute aus der AfD nicht bedient werden, dass die Restaurantverbote bekommen, hat es jetzt einmal eine gegenläufige Bewegung bekommen. Ein paar Leute in Brandenburg haben gesagt, sie lassen keine Grünen mehr rein. Und jetzt ist die Polizei da, jetzt beschlagnahmen die das, jetzt ist der Staatsanwalt da. Also wirklich die Perfektion der Doppelmoral. Bei AfDlern darf man das, da ist es gut, da ist es willkommen, da ist es Haltung. Wenn das Gleiche umgekehrt, absolut seitenverkehrt, jemand macht gegen die Grünen, dann ist es Volksverhetzung, dann ist es ganz, ganz böse. Dazu mehr auf meiner Seite. Einfach reinschauen. So, alles Gute, Grüße aus dem fernen Shanghai. Share, share, wie das auf Chinesisch heißt, auch wenn die Aussprache schrecklich ist. Sieh, ciao, tschüss. Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein neues Buch ist raus, endlich mit Aktien Geld verdienen. Ich bin Max Otte, seit 40 Jahren an der Börse, manage 6 Fonds und habe hier mein gesammeltes Börsenwissen niedergelegt. Auf der Webseite zum Buch www.endlich-mit-aktien-geld-verdienen.de, also endlich mit aktiengeldverdienen.de, gibt es viel Zusatzmaterial, wenn Sie sich registrieren. Da können Sie dann auch viele Beispiele durcharbeiten. Schauen Sie rein, freuen Sie sich aufs Buch. Ich freue mich auf Sie. Thank you.